von Anson. Die Bayern würden sagen, das ist halt die Oktoberfest-Atmosphäre, nur in Kostümen. Ich habe schon mal durchgeguckt, ihr seht alle so fantastisch aus. Das ist echt der absolute Knaller. Das Problem ist nur, wenn die Lampe an sind, dann sehen ich nur mich. So nicht schlecht, ne? Aber wenn ich von euch, einfach dann witzig im Laufe des Abends halt ändere. Dann möchte ich mich um und los geht's. Das war für euch die Mädchenlade.
Ja, lieber Adrian, ich glaube, der Applaus zeigt, dass das beim Publikum hier unten im Saal super angekommen ist. An dich ein ganz, ganz großes Dankeschön. Herzlich willkommen. Verantwortlich für diesen Tanz sind die Annalena Schlosser und die wird unterstützt von der Ramona Jahn und der Claudia Jablonka. Mädchen, stell dich auf. Von links nach rechts die Celine, die Fiorella, die Anna, Mara, Lena und Saskia. Und trainiert und betreut wird diese Gruppe von Ramona Jahn und Claudia Jablonka. Bei der Kugel hat Annalena Schlosser geholfen. Habe ich eben vergessen. Das merkt nichts, das ist ja alles im Live-Center. Schön.
Stellt euch um zum Tanz. Musst du mal links? Die alle Tanz, Kopf, Tanz. Und nicht mal allein gehen, und es war mir an. Wir waren nur Freunde und wollten es auch bleiben. Ich dachte nicht im Traum, dass was passieren kann. Ich weiß nicht, wie ewig wir zwei ihn schon kennen. Deine Eltern sind mit meinen damals gegen gefahren. Wir gehen zu Hause, ihr schläft einfach Fernseher, Insel! Yeah.
heute gerade. Ja, wir als Gags der Ende, hoch die Hände, Wochenende. Das war für euch der erste Tanz des Galle-Tanzkorps Blue Royal Bologna! Ruf mit mir auf der Pastelore, es immer vor Hetze, Enzen! Enzen! Und Blue! Perfekt! So kann das ruhig weitergehen. Wir haben noch so eine Viertelstunde und die Viertelstunde brauchen wir euch doch genauso wie jetzt, meine Freunde. Weil jetzt geht es direkt weiter im Programm bei uns. Ihr habt ihn gerade schon gehört beim Haupttanz, beim Einmarsch. Unterstützt er uns musikalisch mit seiner Stimme. Ich darf euch präsentieren unseren Sänger David. David, mein Freund. Deine Bühne. Ja, ich fasse noch aufs Jäckchen. Habt ihr noch mal Lust mit mir zu singen? Okay, Herr Kapellmeister, macht die Musik an. So, ich brauch dafür aber eure Händchen! Man braucht den Sommelier, mit Zappen direkt vom Wintermann. Wir haben ein Mensch hier vor und hin, das ist immer unter Euro. Man hält so direkt. Als ich in diesem Morgen in mir stand mein Vor, wusste ich genau, wovon der Pop erzählt. Da denk ich gar nicht so, da wurde gar nicht klar, für mich ja nur nichts Schönes auf der Welt. Und sie gefällt das Schlechte, sie mal erzählte zu, ich dachte, ich will sie genau nur mitgehen. Kino war nur eine Rechnung und die war viel zu hoch, dafür entzeugt ihr seid dran. Weil ich dich liebe und sie in der Bettchen in aller Geht. Weil ich dich liebe und sie in der Bettchen in aller Wahl. Egal wie schön du bist, egal wie schön du bist, denn verblockt das will ich mal. Sie gibt dir Ehe und du in der Erinnerung und du einst halt hier und da. Weil ich dich liebe in der Irrsinn. Ich voller Ruhe, ja, für Hänger.
Ja, ihr Menschen, das war für euch unser lieber Sänger, der David. Macht mal richtig Lärm für David. Danke. So, die Mädels und Jungs müssen mal kurz Luft holen. In der Zwischenzeit, lieber Fietes, komm mal bitte zu mir. Wir sind natürlich nicht mit leeren Händen zu dir gekommen. Du sollst natürlich auch unseren Distinktionsorden erhalten. Nee, auf dafür danke, ich kann verlassen, mehr mache ich doch selber. So, dann haben wir den Platz weiter. Alessa, komm mal kurz zu mir bitte. Übergebe bitte den Viertest unseren Distinktionsorden. Auf euren Titel, und immer vor Hetze, Ente! Titel! Und du! Vielen Dank! So, Zeit zu überbrückt. Ja, eigentlich sind wir jetzt am Ende und würden sagen Tschüss zusammen. Aber ich habe das Zelt hier gerade so vernommen, als ob ihr noch einen wollt, oder sehe ich das falsch? Ja, wie heißt das denn, Freunde? Was wollt ihr sehen? Das hört sich doch wunderprächtig an. Da hat man richtig Lust, hier oben auf der Bühne zu stehen. Meldet Jungs, stellt euch um zur Zujahre. Decke. Es war mir eine Freude, euch das zu präsentieren. Wir haben uns da ein bisschen unterstützt. Von hier aus ein großes Dankeschön an dich, Karl-Heinz. Ich weiß nicht, ob du da bist. Auf jeden Fall ein großes Dankeschön an dich. Auf jeden Fall haben uns ein paar Liedchen zusammengesucht, die ihr alle kennt, alle mitsingen könnt. Und ich würde sagen, wir fangen mal langsam an. Wir steigen uns nachher. Da würde ich mal sagen, Chris, schmieß den Remo-Doll!
ihr die vier gestern Nachmittag oder gestern Abend hier gesehen hättet, kommt ein bisschen nach vorne, ich kann mich nicht so weit zurück, da hatten die ihre Zweifel. Hör mal, Fetis, Manset kommt und an, wo machen die eigentlich alle mit oder was oder so? Und dann habe ich gesagt, macht euch da mal keine Sorgen. Und dann haben wir noch überlegt, wie könnte man die denn ankündigen oder wie könnte man denen was sagen, weil so ein S, ein CH, ein S und ein B. Ich habe mir dann heute Morgen mal überlegt, wie man das zusammenfassen könnte. Und mir ist eingefallen, super, charismatisch, self-made und bombastisch. Okay, wer weiß, ist das die neue Girly Group des Engsener Fasselorns? Wer weiß, was da noch aufkommt? Ja, liebe zwei Steffis, liebe zwei Tinas, das hatte richtig gut gemacht und ich würde sagen, viel Spaß bei der Zugabe. Ich bin schon auf der Suche.
Ich hab euch schon gesagt gestern, aber ihr wolltet es mir nicht glauben. Ich stelle hier einfach mal schön für den Vor, weil ich weiß ja, aus so einer Laune ist er ganz sehr entstanden und macht dann heraus gut. Zeichnet sich ja in den letzten 66 Jahren in besonderem Maße dadurch aus, dass sie Tanzsport verkörpert, sei es von den Kleinsten, von den Minis über die Grundschulgarden bis zur Mädchengarde und dann in die Tanzgarde. Und ja, und da sind ja viele Tänzerinnen entstanden und es sind auch viele Trainer und Ehemalige dabei gewesen. Ja, und die haben sich für dieses Jahr tatsächlich überlegt, für euch auch etwas, ja, wie soll man sagen, eigenes ist es ja immer, aber etwas zusammengewürfeltes zu machen. Und ich möchte euch jetzt präsentieren, fast 20 seid ihr heute, weil nicht alle da sind, fast 20 Mädchen und junge Damen der KG Rot-Weiß-Enzen mit ihrem Showtanz. Viel Spaß dabei! Vorhang auf der Bühne frei. Jetzt geht's los. Wir sind
Schmeißt Schlüpfer auf die Bühne, aber nur, wenn sie frisch gewaschen sind. Ja, jetzt tue ich mal Robert an, ne? Ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich auf die Reihe kriege, weil ich weiß, dass die noch nicht fertig sind. Ich stelle euch mal die ganze Truppe hier vor und hoffe, dass ich nicht auch nur einmal stoppe, weil ich muss mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich fange mal von links nach rechts an. Muss immer die Gesichter gucken, sonst wird das ja nicht. Also, Celine, Susanne, Melli, Ramona, Steffi, Anna, Steffi, Verena, Jessica, Mara, Lena, Saskia, Maja, Lika, Claudia, Tamara, Daria, Kerstin, Fiorella, Alina und Ariane. So. Und sagt mir nochmal, ich kann mir keine Namen merken. So, ich weiß, dass es noch eine Zugabe gibt. Ausmaß. Echt? Zugabe mit Ausmaß. Ja, da muss ich mich ja von euch schon ver... Wer hat denn von euch noch keinen Pin? Wer hat noch keinen Pin? Alle noch nicht. Ja doch, die waren doch schon einige auf der Bühne. Ich gehe mal rund. So viel Zeit muss sein. Ich muss das mal ganz unkonventionell hier machen. Also damit den Knutschen, dann lassen wir heute auf der Bühne sein, weil dann machen wir dann irgendwann später, dann muss man sich die Zeit nehmen. Einmal, die Fiorella hat schon einen von eben, die Kerstin noch nicht, die Daria auch noch nicht, Tamara noch nicht. Okay, Claudia, Lika hat schon einen, die Maja. Okay, schon fertig, das ist ja super. Ja, dann muss man jetzt mal, ne, tust du schön da hinten an die Seite legen, ne. Genau, wunderbar. Es klappt ja alles hier hervorragend. Und wir sind alle mit dabei, das ist prima. Und jetzt Jungs, Mädels, Bubens, Omas, Opas, Tante, Onkels. Wir brauchen noch mal eure Unterstützung für die Rakete, für die nächste Rakete. Ist zwar not Rocket Science, aber Rakete muss sein. Also, und nicht zu früh den Trommelwirbel beenden, Florian. Ne? Wir brauchen das Kommando 4, muss die Rakete steigen. An die Gewehre, Kommando 1. Und Kommando 2. Und Kommando 3. Und Kommando 4. Bei den Überraschungsshowtanz am heutigen späten Abend mit einem dreifachkräftig donnernden, nie enden wollenden, über Rosenmontag bis Aschermittwoch durchhallenden, die ganze Fastenzeit bis Ostern nachklingenden Ängste. Fastenabend, Überraschungsshowtanz. Dankeschön. Gern geschehen. Martha der Rausgold. Thank you.
mit unserem Tanzpaar, mit Laura Fink und mit Philipp Hahn. Viel Spaß und wir sind hier noch. Eichspieler, der gesamten Eichspieler, Bastelauben, einer der größten Mädchengarten, die es in Eschweiler gibt. Ganz, ganz viele hübsche Mädchen, ein fantastischer Tanz und da wünsche ich euch jetzt sehr viel Freude mit unserer großen Tanzgarde. Let's go.
Freunde, sehr verehrte Damen und Herren, habe ich Ihnen zu viel versprochen? Ist das eine tolle Gabe? Thank you.
jeder Chor nehmen kann. Thank you.